Ja, hallo. Es gibt gute Nachrichten, denn die RKI-Files sind jetzt ungeschwärzt geleakt worden. Lauter englische Wörter heute. Sie sind auf jeden Fall rausgeschmuggelt worden aus diesem Robert-Koch-Institut. Die Pandemie der Ungeimpften, dieser Begriff aus der Corona-Zeit, war wohl im Wesentlichen eine politische Lüge. Das geht aus den bislang unveröffentlichten Corona-Protokollen des deutschen Robert-Koch-Instituts hervor. Und man kann es jetzt auch ausdrucken, weil die ganze schwarze Farbe nicht mehr so benötigt wird. Aber es sind ja nur 4000 Es Seiten. ist so ein Schnappel. Es ist unmöglich. Ja. 4000 Seiten stark sind die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Sie gibt es nun erstmals ungeschwärzt. Der Inhalt ist brisant. Zeigen Sie doch, dass die deutsche Regierung zahlreiche Empfehlungen von Gesundheitsexperten ignoriert hat oder sie teils sogar ins Gegenteil verkehrt. Gott sei Dank. Ja, jetzt wissen wir ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass die Pandemie der Ungeimpften ja, falsch war, dass man den Satz verwendet hat. In den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht ist das nicht korrekt. Die Gesamtbevölkerung trägt bei. Soll das in der Kommunikation aufgegriffen werden? Und dann die Antwort. Nein, der Minister sagt das bei jeder Pressekonferenz. Das heißt, Sie wissen, dass der Minister in der Öffentlichkeit lügt, also bewusst, aber Sie trauen sich nicht, das richtig zu stellen. Was? Wirklich? Ja. Oder die Boosterimpfung für Kinder ist hinterfragt worden, es war geschwärzt. Nicht der einzige Alleingang der Politik. So war laut der Protokolle auch eine Boosterimpfung von Kindern aus ministerieller Seite angedacht, obwohl dazu keine Empfehlung und teils keine Zulassung besteht. Oder auch bei den Tests hat es auch Ungereimtheiten gegeben, die da, wie heißt der Virologe? Christian Drosten wiederum soll eine Studie zurückgezogen haben. Darin hätte er gezielte Tests statt allgemeinen Tests empfohlen. Das habe aber der Strategie der Regierung widersprochen. Das ist eine Bande von Idioten! Und dann ist aber der Anschauer gekommen. Interviewt vom Armin Wolf. Und wie war das in Österreich damals? Dazu ist jetzt live im Studio Rudolf Anschober, grüner Gesundheitsminister, am Beginn der Pandemie und bis zu seinem gesundheitsbedingten Rücktritt im April 2021. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend. Und ich muss doch gleich am Anfang sagen, warum schauen wir uns da jetzt das ganze Interview an? Weil Armin Wolf, und jetzt halt die fest, gell, euch da draußen an den Geräten, finde ich, gar keinen schlechten Job gemacht hat. Pandemie der Ungeimpften war einfach falsch. Das hat auch die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit 2 Monate später offen zugegeben. Ich meine, der Rudi Anschober war unbrauchbar, gell? Da erwartet es euch nichts. Aber ich finde, Armin Wolf hat da schon ein paar kritische Fragen gestellt. Und es gab dann im Jänner 22 sogar noch einen Lockdown für Ungeimpfte, der übrigens völlig sinnlos war, wie man im Nachhinein festgestellt hat. Also danke Armin, gell? Schau mal rein. Herr Anschober, Sie waren im September 2021 nicht mehr Minister, aber auch in Österreich war damals von einer angeblichen Pandemie der Ungeimpften die Rede. Kanzler Kurz hat davon gesprochen und sein Kurzzeitnachfolger Schallenberg auch mehrfach. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Hat man damals die Bevölkerung wissentlich irregeführt, damit sich mehr Menschen impfen lassen? Plötzlich waren die Impfstraßen wieder gefüllt und es gab Schlangen vor den Impfstraßen. Das ist das, was wir brauchen, aber noch viel mehr davon. Wie gesagt, ich war in der Phase nicht mehr dabei. Mal schon mal, gell? Gleich mal Kritik. Warum sitzt da nicht der Rauch? Ja? Oder der Mückstein. Oder der Mückstein. Mückstein wäre wahrscheinlich der beste Kandidat gewesen, weil der ja auch quasi zum Schluss die schlechten Entscheidungen getroffen hat. Vielleicht, ja. Nach derzeitigem Stand ist das ein Ja. Oder alle drei, ja? Das wäre cool. Da muss ich schon sagen, weißt du, wenn schon die Grünen die Transparenten sind, gell? Ja. Und die guten Menschen, dann will ich auch, dass da alle drei sitzen. Das geht nicht. Na, weißt du, entschuldige, da geht es jetzt wirklich um wichtige Sachen, um Aufarbeitung. Und da sitzt das Gesundheitsminister, der sagt, nee, ich war eigentlich gar nicht dabei. Ja. Ich war nicht dabei. Aber ich kann nur beurteilen, was in meiner Zeit geschehen ist. Und damals war es sehr, sehr klar, wir sind davon ausgegangen, dass die Impfung wirkt, dass sie eine gute Wirkung hat, dass sie vor allem verhindert, dass Menschen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verhindert, dass Menschen schwer krank werden.
Und das Robert-Koch-Institut bestätigt das in den Files ausdrücklich. Das Problem ist, dass diese RKI-Mitarbeiter mit dem, was sie da erkannt haben, überhaupt nicht durchgedrungen sind und die Politiker nicht nur die Interpretation vielleicht ein bisschen weit gefasst haben der Ergebnisse des RKI, sondern zum Teil wirklich 180 Grad das Gegenteil von dem gemacht haben, was das RKI, die Mitarbeiter, eigentlich empfohlen haben. Das heißt, dass die Impfung eine der wesentlichen Maßnahmen gegen die Pandemie war, wird in diesen nun veröffentlichten Daten absolut bestätigt. Aber auch damals hat man schon gewusst, dass sich auch Geimpfte anstecken können. Sie werden auch damals schon, gell? Wie er Gesundheitsminister war. Ja, ja. Nicht so schwer krank, aber sie können sich anstecken und sie können auch das Virus weitergeben. Auch das hat man damals schon gewusst. Pandemie der Ungeimpften war einfach falsch. Das hat auch die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit 2 Monate später offen zugegeben. Und deswegen sagen wir Grüne, braucht es jetzt Folgendes. Erstens eine Verschärfung der Kontaktbeschränkung der ungeimpften Erwachsenen. Es ist eine Pandemie der Ungeimpften. Zweitens wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. Das ist die Pandemie der Ungeimpften. Wir alle wissen, wer die Schuld an dieser vierten Welle trägt. Stellt euch vor, es hätten sich einfach alle, die können, impfen lassen. Und wir hätten vor 2 Monaten mit den Boostern angefangen. Diese Begrifflichkeit war ein Fehler aus meiner Sicht. Von den Menschen, die so formuliert haben, gehe ich davon aus, dass sie etwas Positives gemeint haben. Allein. Was ganz kurz. Sie haben was Positives gemeint. Es war falsch. Ja? Also da haben Experten, Politikern abgeraten, diesen Begriff zu verwenden. Und er war falsch. Und dann nochmal danke, Armin, für diese Frage. Ja? Und er sagt, naja, die haben mir das positiv gemeint. Ja, was denn? Dieses positive Ausgrenzen von Teilen der Bevölkerung und vielleicht eben einen Grund geben, dass ein bisschen Familien zerbrechen durch diese eine Behauptung von Spitzenpolitikern im Gesundheitsbereich, wo du denkst so, komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Wenn dann die Trixi, der Malis sagt, das ist die Pandemie der Ungeimpften und seitdem reden die nicht mehr miteinander, dann haben sie es wahrscheinlich alles gut gemeint. Ja, das ist ein Witz, was? Und das auch noch politisch. Das ist so ähnlich, wenn eine rechte Partei sagen würde, Ausländer sind alles Verbrecher. Und dann sagen welche, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja nicht, aber ich habe es gut gemeint. Was ist das? Wer schüttet es wieder? Echt? Dabei schaut der Anschauer so lustig aus mit seinen roten Haaren. Hurra, hurra, der Rudi mit dem roten Haar. Ich sehe ja vor allem auch das Thema dort, dass man damit auch eine falsche Sicherheit für Geimpfte geschafft hat, denn in wenigen Fällen... Die armen Geimpften, ja, Pandemie der Ungeimpften, die armen Geimpften, die Unsinn. Aber es war möglich, konnte auch trotz der Impfung es zu einer Ansteckung kommen. Wenn nun Menschen gehört haben, es ist eine Pandemie der Ungeimpften, dann könnte das für manche bedeutet haben, dass sie zu wenig vorsichtig gewesen sind. Wir müssen nicht ein bisschen scheißen gehen. Von daher ein falscher Begriff. Ja, es hat in der damaligen Situation, gerade in den ersten Monaten der Pandemiebekämpfung, aber auch später, Stärken gegeben, Sachen, die richtig gemacht wurden, aber auch Fehler. Und diese Begrifflichkeit gehört eindeutig zu den Fehlern. Man, das hat sich durchgezogen, was? Die Pandemie der Ungeimpften. Das heißt, es ist absolut korrekt zu sagen, es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Pandemie der Ungeimpften. Und sage, naja, die Ungeimpften haben die gleichen Rechte wie die Geimpften. Dann hätten wir natürlich eine größere vierte Welle zu erwarten, auch für unsere Kinder im Übrigen. Und das wollte ja niemand verantworten. Also wer stünde dafür? Und nicht nur, was diese Politiker nicht verstehen. Und du hast das gesagt, Familien zerbrechen. Ja? Mhm. Dass sie das ins Privaten durchgezogen hat, Arbeitskollegen haben gestritten, auf der Straße bist angemault worden. Du setzen Sie die Maske auf. Willst du was vor der Fresse haben? Das passiert, das hat gespalten. Und er sagt, ja, es war gut gemeint. Es war der Kernsatz der Spaltung. Es war der absolute Kernsatz der Spaltung. Ja. Und es kann nicht sein, weil das Schöne ist ja das, die Pandemie ist im unter Anführungsstrichen natürlich vorbei, aber die Spaltung nicht. Und jetzt kommen diese RKI-Files außer, wo ganz klar dargelegt wird, dass es fahrlässig kommuniziert wurde, was das für eine Pandemie ist. Ja. Und jetzt kriegst du die Bestätigung, was die Rechnung für das, dass die alle Scheiße gebaut haben und warum die ganzen Leute da draußen jetzt nur mehr der FPÖ nachrennen, weil es die einzige Partei war, die nicht auf den Zug Pandemie der Ungeimpften aufgesprungen ist. Mhm. Und jetzt so, naja, es hat schon gute und schlechte Sachen gegeben, gell? Das war definitiv eine von den Schlechten. Danke, Rudi. Setzen, wieder schauen. Ja,
hat aber auch ihr Nachfolger, Gesundheitsminister Mückstein, grüner Gesundheitsminister, nicht widersprochen. Und es gab dann im Jänner 22 sogar noch einen Lockdown für Ungeimpfte, der übrigens völlig sinnlos war, wie man im Nachhinein festgestellt hat. Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Das bedeutet Ausgangsbeschränkungen für alle ab dem 12. Lebensjahr. Der private Wohnbereich darf nur noch in Ausnahmefällen verlassen werden. Es gilt künftig im Handel 2G, beim Handel, der über die Grundversorgung hinausgeht, also der Besuch von Bekleidungsgeschäften, Sportgeschäften, Möbelhäusern oder anderes, ist nicht mehr gestattet. Hätten Sie denn als Gesundheitsminister auch verhängt? Das ist so einfach im Nachhinein zu sagen, mit dem heutigen Wissensstand, man hätte dies besser gemacht oder jenes. Nein, es geht nicht um besser oder schlechter. Er tut so, als was, das wird man so, ja, ich weiß es nicht, ein paar schlechte Sachen muss man schon machen. Nein, Lockdown für Ungeimpfte verhängt. Wo man weiß, es war ein Fehler. Ja, jetzt im Nachhinein. Nein, da, um das geht es ja bei den RKI-Files, dass die Experten davon abgeraten haben. Dass ja. Die Experten, damals wie er schon Gesundheitsminister war, gesagt haben, nein, das ist nicht so. Und es hat sich durchgezogen bis zum Rauch. Und deswegen möchte ich auch da, man schämt, dass der Rudi da gekommen ist, gell? Danke. Zwinker-Smiley. Aber Armin, bitte lad auch in das Rauchmonster ein. Smoky Joe. Smoky Joe, danke. Damit der auch da Stellung beziehen kann. So, jetzt ist aber der Punkt erreicht, wo meine Geduld zu Ende ist. Ich muss Ihnen jetzt wirklich sagen, ich werde diese Pressekonferenz jetzt verlassen im Anschluss daran. Meine Zuständigkeit ist dort und wir haben ein Impfschadensgesetz. Das wird auf Punkt und Beispiel von mir vollzogen als verantwortlicher Bundesminister. Wir haben bei 20 Millionen Impfungen, die wir in Österreich verabreicht haben, gezählte 200 Impfopfer, die entschädigt worden sind, nicht mehr. Naja, das sind halt beides Politiker, gell? Und sie werden sie beide ein bisschen ausreden. Ich glaube, der Text wäre der gleiche. Ja, wahrscheinlich, ja? Hast du recht. Ja. Außerdem wird dann der Rauch sagen, da war ich auch nicht dabei. Ja, weil der Mückstein ja eigentlich da federführend war. Aber die Sache ist die, Gesundheitsexperten haben gesagt, dass das so nicht stimmt. Weder der Lockdown noch die Pandemie der Ungeimpften. So. Was man sie anhören hat. Aber keiner. Wo sind die Spaltungsexperten, die uns jetzt berichtigen könnten oder uns jetzt unterrichten könnten darüber, wie wir da wieder rauskommen, beziehungsweise wer jetzt da die Zeche dafür zahlt, dass wir auseinandergetrieben worden sind? Weil die Pandemie der Ungeimpften war das eine, aber der Lockdown der Ungeimpften war ein sehr großer Baustein. Dass zwei Drittel der Gesellschaft, die sozusagen alles richtig gemacht haben, jetzt in einen Lockdown wandern sollten, wegen einem Drittel, die zaudern, zögern oder Fake News aufsitzen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Für die Impfpflicht und auch für eine Verfestigung der Spaltung. Und die Menschen, die sie geimpft haben, gell, die checken das gar nicht, weil die nie in die Situation gekommen sind. Die haben sie einmal impfen lassen und seitdem haben sie die Ohren zugeschwarzt. Ja. Möglicherweise. Es gilt ja. Auch hier die Unschuldsvermutung. Gell? Aber dieses Gefühl ist bei den Menschen, die auf der anderen Seite gestanden sind, nicht mehr wegzukriegen, dass da richtig was falsch gelaufen ist und dass man sie wirklich hintergangen fühlt. Ich halte das alles nicht mehr aus. Auch wenn da jetzt die drei Minister gewechselt haben, ja, aber wir haben im Vorfeld geredet, man muss sich das nur vor Augen führen, für Menschen, die sich impfen haben lassen, war Corona quasi vorbei mit der Impfung? Wer redet heute noch über Corona? Eigentlich niemand mehr. Und das, was blieb von Corona, sind viele Erinnerungen an die Maßnahmen, aber auch ein dichtes Netzwerk an Verschwörungstheorien. Ja, mit Menschen, die sich nicht impfen haben lassen, ist das noch immer nicht vorbei. Genau. Weil es noch immer keine Aufarbeitung gibt, ja? Weil man noch immer als rechts hingestellt wird, weil man immer noch als Leugner hingestellt wird, weil man als Querulant hingestellt wird und weil diese Regierung nicht imstande ist, sie zu entschuldigen, ja, oder das aufzuarbeiten. Deswegen ist es für Menschen, die kritisch waren, noch immer so wie in der Pandemiezeit. Ja? Genau, das hört auch nicht auf. Nur, dass man sich nicht so unterdrückt fühlt, ja, Gott sei Dank. Arschlöcher, versteht den Fernsehen, ob's leicht reden, der Herr Minister, aber sonst sind wir einer wurscht, uninteressant, nicht?
Ich bin da recht zurückhaltend und vorsichtig. Das, was ich mir wünsche, ist eine generelle Aufklärung, eine Aufarbeitung dieser Zeit, damit wir beim nächsten Mal besser aufgestellt sind. Und das ist notwendig, denn ein nächstes Mal kann kommen. Eine nächste Pandemie ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und da sollten wir aus dem lernen, was wir richtig gemacht haben und was wir falsch gemacht haben. Das ist der eigentliche Auftrag aus meiner Sicht. Dann haben Sie ständig, sind Sie mit den Experten gekommen und jetzt kommt raus, dass sie nicht auf die Experten gehört haben. Das muss da mal, das wird mir jetzt erst bewusst, wo ich das da anschaue. Ja. Das muss auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja der Punkt, warum es auch damals so schwierig war, weil halt einfach die Politiker die Experten instrumentalisiert haben, die Medien die Experten instrumentalisiert haben und Medien und Politik die Gegenexperten und die Gegenmeinungen verheizt haben. Ja. Ja. Und wer den Finger gehoben hat, war rechts. Dabei hat dieses Thema Corona mit rechts gar nichts zu tun, ja. Aber alle waren Querdenker, Aluhüte, rechts, im Zweifelsfall noch antisemitisch, so. Eine solche Aufarbeitung gab es ja von der Akademie der Wissenschaften, gab einen Bericht, der im Dezember, zwei Tage vor Weihnachten, recht verschämt und versteckt präsentiert wurde. Der Bundeskanzler hat damals gesagt, mit dem Wissen von heute würden wir vieles anders machen. So viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Was würden denn Sie in den 15 Monaten, die Sie Gesundheitsminister in dieser Pandemie waren, mit dem Wissen von heute anders machen? Ja, ganz eindeutig, vor allem eine Maßnahme. Wir hätten europaweit gemeinsam handeln müssen. Meint er jetzt europaweit die Impfpflicht oder meint er keine Impfpflicht, weil es war nur in Österreich? Oder was meint er da mit europaweit? Oder so wie in Schweden? Das Land der offenen Schulen und der fehlenden Masken. Hier läuft während der Corona-Krise so einiges anders als im Rest der Welt. Während in Deutschland über lange Zeit Restaurants und Schulen geschlossen blieben, ging Schweden einen anderen Weg. Die Regierung setzt auf Egenwahr, das schwedische Zauberwort für Eigenverantwortung. Schweden hat ganz andere Auffassung gehabt wie Österreich und Deutschland, die FFP2-Maske verpflichtet gehabt haben zum Beispiel. Zum Beispiel. Ein Schelm ist, wer was Böses denkt. Österreich flächendeckende Tests. Deutschland bezahlte Tests. Ich meine, gut, das muss ich noch dazu sagen. Gell? Ich weiß nicht, was mich mehr stört, dass wir angelogen worden sind von der Regierung oder dass es den Deutschen nachgemacht haben. Die scheiß Deutschen! Gell? Weil die RKI-Files, ich meine, das Pandemie der Ungeimpften war ein RKI-File-Ding und das haben sie aber in Österreich noch schön als Propagandamittel noch schon, so schön nachplappert. Gell? Muss man dazu sagen. Und eins noch wegen, das hätte man müssen europaweit so... Regeln, meint er, der Rudi. Wieso nicht weltweit? Ich weiß es nicht. Ist eine Pandemie weltweit? Habe ich was falsch verstanden? Oder muss man da in Europa, sind wir anders? Vielleicht sagt er es uns, ich weiß es nicht. Denn es war eine internationale Pandemie, natürlich keine, die vor nationalen Grenzen endet und bei nationalen Grenzen endet. Und von daher muss man auch europaweit reagieren. Die Europäische Union hat aber bis zum heutigen Tag keinen Handlungsauftrag bei Gesundheitskrisen, bei schweren grenzüberschreitenden Gesundheitskrisen. Das wird nur fallen, ja, danke. Gesundheitskrisen, deswegen ist mein Appell in dieser Situation, dass wir eine Aufarbeitung europaweit brauchen und eine Konsequenz dieser Aufarbeitung sein sollte, dass die Europäische Union Kompetenzen erhält, wenn es zu schweren grenzüberschreitenden Gesundheitskrisen käme. Was macht man mit Kompetenzen erhält, dass die von der Leyen... Die kriegt ein zweites Handy, ja, genau. Damit sie doppelt so viel Impfstoff bestellen kann. Das Besondere, der Deal wurde offenbar von der Präsidentin persönlich über SMS und Telefonate auf den Weg gebracht. Genau, das sind die Kompetenzen. Jetzt könnte man sich ja trotzdem oder hätte man sich ja trotzdem mehr abstimmen können. Etwas, das in Österreich sehr ähnlich war wie in Deutschland, aber anders als in etlichen anderen Ländern, war die extrem strenge Linie von Anfang an, sowohl in den Regeln, aber auch in der Rhetorik. Wer sich nicht ohnehin von Anfang an vor dem Coronavirus gefürchtet hat, dem ist der Ernst der Situation wohl schnell klar geworden. Die Phalanx aus Regierungsmitgliedern und die neuen Gebote und Verbote, die unser Leben jetzt bestimmen, sprechen für sich. Gesprochen hat viel der Bundeskanzler, oftmals in bedrohlichen Bildern, wie etwa Ende März, als er vor der Ruhe vor dem Sturm gewarnt hat. Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Da hat der Bundeskanzler gesagt, schon Ende März 2020, dass bald jeder jemand kennen wird, der an Corona gestorben ist. Und der Innenminister hat Menschen, die sich nicht an alle Regeln gehalten haben, Lebensgefährder genannt, gegen die Polizei als Flex vorgestellt.
vorgehen werde. War dieses Schüren von Angst gescheit? Und verstehst? Das, der genau. Na, danke, Armin, die kannst du nur noch einmal sagen, gell? Danke für diese Fragen. Ja, wirklich. Also da muss ich auch sagen, da kriegt der Armin ein extra Keks nach dem Interview. Und vielleicht sogar Sternerl ins Klassenbuch kriegt. Ins Elternbuch rein. Ja. Aber die Sache ist, das nochmal aufzugreifen, natürlich bei der falschen Adresse, weil der Anschober ja schon lang da weg ist, aber unser Innenminister, damals war der Herr Nehammer, das ist jetzt der Kanzler, und der Sebastian hat auch so einiges gemacht. Und dazwischen war der Schallenberg, und der ist immer nur Außenminister von diesem wunderschönen Österreich. Herumstehen und sitzen in Gruppen ist nicht gestattet. Wir suchen Sie, sich zu entfernen. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, werden Sie zur Anzeige gebracht. Was sagt denn der Rudi? Was, redlich? Wir haben ja in der Bundesregierung sehr viel genau über diesen Punkt diskutiert. Wie kommuniziert man? Auch da hat es ja keine Erfahrung gegeben. Da hat es ja keine Erfahrung gegeben, wie man kommuniziert. Natürlich nicht. Das ist ja noch nie kommuniziert worden von einer Regierung. Na, Entschuldigung, ich weiß ja nicht, wie ich kommunizieren soll, wenn ich Regierung bin. Die sitzen nur stumm alle da. Kurz verdeutlicht, dass die Menschen vor einer Ansteckung Angst haben sollen, beziehungsweise Angst davor, dass Eltern, Großeltern sterben. Hingegen sei die Angst vor Lebensmittelknappheit, Stromausfällen etc. der Bevölkerung zu nehmen. Sie haben sehr viel darüber diskutiert, sehr leise, ob man sozusagen als Innenminister sagen soll, dass man die Leute als mit einer Flex quasi behandeln soll. Ja, ja, genau. Das ist relativ hetzerische. Sollte man vielleicht die Zahlen extrem multiplizieren, dass die Leute so viel Angst kriegen, dass sie sich daheim nochmal einsperren und eine kleine Angststörung kriegen? Wir haben das noch nie gemacht. Was? Das, muss man aber will gar nicht in die Tiefe gehen, was darum geht, dass so Pandemien geübt worden sind im Vorfeld. Gell, über das will ich gar nicht reden. Da war er nicht da. Da eher. Da war er gerade. Haarfärm war er. Ein Friseur. Ich war immer ein Vertreter dessen, dass man motiviert und auch Hoffnung definiert. Das heißt, dass ein richtiges Verhalten der Bevölkerung auch zu einer Lösung und zu einem guten Ergebnis führt. Da waren wir unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, das war auch bei diversen Pressekonferenzen und davon hat es ja viele gegeben, auch spürbar und sichtbar. Ich habe das nicht für richtig erachtet. Aus meiner Sicht ist Angst immer etwas Lähmendes, immer ein Faktor, der uns nicht weiterbringt. Und Rudi, gell? Angst ist was Lähmendes. Die Angst damals hat mich nicht gelähmt, das hat mir die Kabel auserwachsen lassen, die Angst. Ich bin extrem wütend. Das ist immer was Lähmendes. Von daher werden wir beim nächsten Mal, so hoffe ich, daraus gelernt haben. Und Kommunikation muss ja auch vorbereitet werden. Und das muss ein wesentlicher Punkt einer zukünftigen Kommunikation sein, dass hier weniger mit Angst gearbeitet wird und mehr mit Hoffnung. What the fuck is this? Aber die Regeln haben Sie damals in der Regierung gemeinsam beschlossen. Einige oder etliche sind da auch aus Ihrem Ministerium gekommen. Und muss man nicht im Nachhinein eingestehen, manche dieser Regeln waren einfach absurd. Und das wusste man damals auch schon. Also das Zusperren der Bundesgärten oder die Strafen, wenn Menschen auf einer Parkbank saßen in den ersten Wochen oder diese ständige Wiederholung auf zig Pressekonferenzen, man dürfe nur aus 4 Gründen die Wohnung verlassen, was juristisch einfach falsch war. Wie Leute im Auto mit Masken gesessen sind, die Angst gehabt haben, wie viel darf ich jetzt überhaupt mitnehmen? Das müssen hinten die Leute Masken tragen, ich weiß es nicht. Und das haben sie alles schon gewusst. Ja, ich bin eh fast ein bisschen froh, dass wir gar nicht so viel jetzt über die RKI-Files reden, sondern tatsächlich über die Angstkommunikation der Bundesregierung und allen ihren Vertreterinnen. In der Steiermark muss ein 9-Jähriger einen Sachkundetest vor der Schule im Freien bei Minusgraden schreiben. Der Grund? Der Bub ist von der Maskenpflicht in der Schule befreit. Die Direktorin will das aber offenbar nicht akzeptieren. Weil das war wirklich nicht okay. Also das war weit weg von okay. Weil wenn Juristen sagen, es darf diese 4 Gründe nicht geben, aber die Spitze der österreichischen Politik sitzt und steht im ORF und sagt, das ist so, das ist so, das ist so, dann ist das ganze Land eben in dieser Angstlähmung drinnen. Angstlähmung? Ausgenommen die innerlich und äußerlich randalieren. Aber innerlich und äußerlich randalieren? Er sagt Angstlähmung. Menschen, die auf die Straßen gehen und dann demonstrieren dagegen. Und was ist dann passiert? Das gibt's ja nicht. Von den Medien oder von der Politik? Ja gut. Dann ist wieder die rechte Keule auspackt worden. Und ich möchte nur im Vizekanzler ansprechen, der dann sagt, Demokratiefeinde, Staatsverweigerer, Rechtsextreme und Neonazis auch an der Spitze mitmarschieren. Oft auch an der Spitze herumspazieren.
falsch kommuniziert, es war teilweise gelogen wahrscheinlich sogar, extra, sag ich mal, zugespitzt, sagt man ja so gern, damit die Leute extra Angst kriegen, extra motiviert sind, den Mächtigen zu gehorchen. Und dann gingen ein paar Leute auf die Straßen, gell? Mhm. Und das sind natürlich dann die Staatsverweigerer und ja, so weiter. Genau, und er tut so, ja, was sind die Lähmung. Ja. Ja, genau. Sie haben das oft gesagt. Aus heutiger Sicht ist das wahrscheinlich so. Da gebe ich Ihnen absolut recht, aber ich sage es noch einmal. Aus heutiger Sicht ist es einfach relativ einfach zu kritisieren. Aber zig Juristen haben Ihnen damals zum Beispiel schon gesagt, das ist falsch, man darf nicht nur aus 4 Gründen die Wohnung verlassen. Das stimmt so nicht. Wir haben ja extra auch einen Beirat mit Spitzenjuristinnen und Juristen auch initiiert, der zugearbeitet hat, der unterstützt hat. Im Übrigen haben das viele Menschen ehrenamtlich gemacht. Ja, das möchte ich wissen, gell, was so passiert, wenn du das ehrenamtlich und gratis machst, gell, für die Regierung. Ja, aber das ist jetzt auch so ein Punkt, gell. Er sitzt da und sagt, ja, nein, das stimmt das natürlich nicht, weil wir haben Leute gefragt. Ja, und er sagt, wir haben unsere Leute gefragt. Genau, wir haben unsere Leute gefragt und wenn man Juristen kennt und denen zuhört, ist ein Satz immer ganz wichtig. Ich muss weg. Aber vergiss das Thema nicht. Er sagt, wir haben unsere Leute gefragt und da geht es aber darum, dass er auf seine Leute nicht gehört hat. Na gut, das ist wieder was anderes. Ja. Das gemacht. Aber wir waren in der damaligen Situation ziemlich überrollt, vor allem auch deswegen, weil es ja keine Vorbereitung auf diese Krise gegeben hat. Und das ist das, was ich mir jetzt erwarte, dass wir uns besser aufstellen für eine nächste Situation, also eine europaweite Aufarbeitung dessen, was ist in manchen Nationalstaaten gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und dann brauchen wir eine gemeinsame europäische Strategie im Umgang mit einer nächsten derartigen Krise. Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden? Vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisation. Vertrauen Sie dem gesunden Menschenverstand. Sie haben damals eine Taskforce eingerichtet, 18 Experten und Expertinnen, davon waren 15 Mediziner, ziemlich wenige Menschen aus anderen Bereichen. Und der Public Health Experte Martin Sprenger hat schon ganz zu Beginn gesagt, es gibt zum Beispiel überhaupt keinen Beleg dafür, dass man sich im Freien bei entsprechendem Abstand anstecken kann. Ich habe mir gedacht, ich bin wirklich in einem falschen Film. Ja? Also die haben quasi die Apokalypse prophezeit, wo wir 4 Tage vorher gesehen haben, die wird nicht eintreten. Und sie haben es mit Worten gemacht, die waren relativ heftig. Wobei, ich würde den Anschub rausnehmen, weil der Anschub hat das nicht gemacht. Ja? Trotzdem war es verboten und der Bundeskanzler hat hier in der ZIB2 gesagt, als ich ihn das damals gefragt habe, er höre nicht auf die falschen Experten. Sprenger ist dann damals aus der Taskforce ausgeschieden. Später hat er gesagt, viel von dem, was damals passiert ist, war einfach politischer Aktivismus. Hat er recht? Politischer Aktivismus, wenn ich sowas höre. Ja? Und ich möchte nur mal erinnern, gell? Ich will auch eigentlich jetzt nicht spalten. Aber liebe Grüne, ja? Das waren eure Minister. Das waren eure Leute, ja. Das waren eure Leute. Ja? Oder die Maurer, die gesagt hat, unsere Wählerinnen, die waren alle für die Impfpflicht. Okay. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch sagen, Grünwählerinnen sind die Gruppe, die am positivsten zur Impfung und auch am positivsten zur Impfpflicht von allen Parteien stehen. Ja, danke. Danke. Kann nur sagen, danke. Ja. Herr Sprenger war das sehr einsam und er hat diese Kritik ja auch kaum lautstark in diesen Expertenkommissionssitzungen thematisiert. Ja, würde ich auch sagen, gell? Sprenger, Martin Sprenger, der ist schuld. Weißt, der hat das bedacht, seine Kritik gemacht und nicht sehr laut. Und deswegen war er sehr einsam. Ja, ist es jetzt quasi vom Anschober die... Die Erklärung, du musst schreien, oder was als Experte? Ich kann schreien, was mir passt in meiner Wohnung und was bitte danach ist! Ja, das ist jetzt, also falls mir fragt, der Anschauer hat gesagt, wenn man als Experte anderer Meinung hat, sollte man ein bisschen am Tisch haben und laut schreien. Sonst bist du einsam. Sonst bist du sehr einsam und sehr ungehört. Mhm. Weiß man ja auch in Österreich, weil im Übrigen im Gegensatz zum RKI wurden ja die österreichischen Protokolle aus meiner Expertenkommission veröffentlicht. Möchte ja wissen, wo die wie veröffentlicht sind, kann man die ausdrucken? Ich hätte gerne, Rudi, bitte schick mir einen Link. Genau. Fürs PDF. Offen veröffentlicht. Ich halte das im Übrigen auch für absolut richtig und notwendig, dass Menschen erfahren können und wissen und nachvollziehen können, was sind die Hintergründe, was sind auch die unterschiedlichen Expertenmeinungen. Wir wissen ja heute, und das kann man jetzt ganz offen auch sagen, dass es auch in manchen Bereichen auch unterschiedliche Einschätzungen von Experten gegeben hat. Und Herr Ehn, was er gesagt hat, jetzt kann man es ja offen sagen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gegeben hat. Damals natürlich nicht. Das sagt er nicht, aber er sagt es quasi im Unterton, weißt? Die anderen, die andere Meinung gehabt haben, die können es jetzt ja quasi offen preisgeben, weil jetzt sind es ja keine Rechtsextremen mehr. Ja, genau. Was sehr, sehr
Jetzt kann man es ja offen sagen. Ich habe ganz bewusst unterschiedliche Positionierungen mir in die Expertenkommission hineingeholt. Warum? Weil das wichtig ist, um dann eine politische Abwägung und eine politische Entscheidung treffen zu können. Denn die Endentscheidung, das ist immer eine Frage der Politik und dafür trägt die Politik die Verantwortung. Ganz so transparent, wie Sie sagen, waren Sie aber nicht. Die Begründungen für die vielen Verordnungen damals mussten sich die Vorarlberger Nachrichten zwei Jahre später erst mühsam aus ihrem Ministerium herausklagen. Stimmt und stimmt auch wieder nicht. Was stimmt davon? Wenn was stimmt und was nicht stimmt, was ist es dann? Dann löst es auf, oder was? Das ist eine politische Antwort. Dann ist es nicht vorhanden, stimmt und es stimmt wiederum nicht. Haben Sie völlig recht. Ja, wir haben am Beginn bei den Verordnungen zu wenig durchargumentiert, warum der eine oder andere Schritt als Verordnung vorgeschrieben wurde. Ja, daraus haben wir gelernt. Das ist im Übrigen deswegen, ist es auch zu 4 oder 5 Aufhebungen durch das Höchstgericht am Beginn der Pandemie gekommen. Aber das war eben ein Lernprozess, ein gemeinsamer. Und ab dieser Zeit wurde alles veröffentlicht. Und ich halte das, wie gesagt, für absolut richtig. Denn alles, was zugedeckt wird, das schafft Rückenwind für die Verschwörer, die Menschen verunsichern. Rückenwind der Verschwörer, die Menschen verunsichern. Ja. Und nicht eben dadurch, dass ich Sachen schwärze oder zurückhalte oder die Menschen vielleicht mit Falschinformationen versorge als Regierung oder mehr Angst schüre. Na, das ist nicht die Verunsicherung. Leute, die sich die Wahrheit wünschen, beziehungsweise Transparenz. Transparenz ist ja das Wichtigste eigentlich. Weißt, das muss ja nicht einmal die Wahrheit sein, aber Transparenz wäre wichtig, ja? Machen Sie sich das immer wieder klar. Transparenz ist keine Ihnen von metaphysisch entrückten Instanzen zu gewährende Gnade. Sie steht Ihnen schlechterdings zu. Sie haben das unveräußerliche Recht, vollumfänglich zu erfahren, was die von Ihnen in Macht gesetzten Amtsträger in Ihrem Namen tun. Das wäre gut gegen Rückenwind für die verschwörerischen Geschichten. Ja, ja, klar. Die ja insgesamt die Impfung in Frage stellen, die, ich sage es noch einmal, ja, in diesen RKI-Files überhaupt nicht kritisiert wird. Das war überhaupt nicht die Frage. Es war nicht die Frage, und was überhaupt nicht kritisiert wird. Es kommt schon, der Bericht bei Servus TV ist so geil, da ist das geschwärzt und dann ist das Geschwärzte weg und dann steht, ja, die EMA und Pfizer überlegen, die dritte Phase der Tests ausfallen zu lassen. 4000 Seiten stark sind die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Sie gibt es nun erstmals ungeschwärzt. Der Inhalt ist brisant. EMA und Pfizer überlegen, ob sie gegebenenfalls die Phase-3-Studien auslassen und direkt in eine breite Anwendung gehen. Wenn das von den Regulatoren so entschieden wird, dann kann es schneller gehen als 12 bis 18 Monate. Genau, ja, damit man schneller das Ding rauskriegt. Genau. Nämlich die EMA, die quasi zur Verteilung und zur Kontrolle zuständig ist, und der Hersteller, überlegen sie, die dritte Testphase zu sporen, weil das ist ja dann alles viel einfacher. Also da wird die Impfung nicht kritisiert, ja, aber es ist schon thematisch fraglich. Trotzdem halten viele für den größten politischen Fehler in der Pandemie die Impfpflicht. Und da danke, Herr Armin, für diese Frage. Ich sage, politischer Fehler, die Impfpflicht, menschlicher Fehler, Freunde. Ja. Menschlicher Fehler. Ja. Keinem anderen Land in Europa gegeben hat und die ja dann ohnehin nie in Kraft getreten ist, aber die sehr, sehr viele Menschen sehr verärgert hat. Und es war doch auch schon damals völlig klar, wie gesagt, Sie waren damals nicht nur Minister, sondern Herr Mückstein, aber es war doch damals schon völlig klar, dass die geimpft werden wollten, die waren zu dem Zeitpunkt schon geimpft, und die nicht geimpft werden wollten, dass man die nicht zwingen kann. Ihr seid ja sehr vorsichtig. Genau, das ist die Thematik gewesen. Wir haben gewusst, wir haben eine relativ hohe Impfquote erreicht mit sehr viel Kommunikation. Es war ja spannend, ich habe mir heute... Kommunikation, ja, weißt du, diese Ausgrenzung, dass du nicht arbeiten gehen darfst. Genau. Ja, und dass du bei der Arbeit jeden Tag testen musst. Und dass Kinder jeden Tag testen müssen und dass du nicht, das Land nicht verlassen darfst. Ja. Und es ist richtig, dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Arbeitsrechtliche Konsequenzen. Es wird wahrscheinlich auch möglich sein, jemanden zu kündigen, der nicht geimpft ist. Was war sie? Ich habe schon wieder viel vergessen. Ja, ja, na, die Kinder. Und er sagt jetzt mit guter Kommunikation. Ja, ja, ja. Dieses Ninja-Pickerl. Ja, ich wollte gerade sagen, die Kinder haben jeden Tag testen müssen. Ja. Und wie es dazu gekommen ist. Und in der Volksschule. Was dazu gekommen ist. Mittlerweile weiß man, dass das ein kompletter Scheißdreck war. Ja. Und dass Kinder draußen gesessen sind und Test geschrieben haben.
Masken aufgesetzt haben und er sagt jetzt, mit guter Kommunikation haben die Leute dazu gebracht, dass sie zu mit Angst, Freunde, und mit scheiß Werbungen. Ja. Geht sicher. Gute Kommunikation. Diese Protokolle etc. wieder durchgelesen in Vorbereitung auf unsere heutige Sendung, auf das jetzige Gespräch. Und spannend war ja, in meiner Zeit hat es ja im Frühling 2021 keine Kritik prioritär an der Impfung gegeben, sondern einen Wettlauf, wer kommt wann dran. Und dann waren keine Kritik hat es gegeben, ja? Scheinbar, von seinen Experten. Oder das, was kommuniziert worden ist. Ich meine, ich kenne schon Experten, die das kritisiert haben, gell? Und ich kenne Menschen, die das kritisiert haben. Die Studien, die da durchgeführt worden sind, haben keine gröberen Nebenwirkungen gezeigt, außer vielleicht Kopfweh oder ein bisschen Schwindel, so wie bei einer Grippeimpfung. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, oder, für diese drei Impfstoffe? Das Problem bei diesen und anderen Impfstoffen ist, dass eben diesmal die Arbeitsaufgaben der Impfstoffsicherheit zusammengeschoben wurden. Man kann zwar tatsächlich sagen, es wurde jeder Schritt der ersten, zweiten und noch laufenden dritten klinischen Phase durchgeführt, aber zusammengeschoben. Man nennt das auch eine Teleskopierung. Das heißt, die einzelnen Arbeitsschritte werden aneinander geschoben wie ein Teleskop und dadurch fallen Wartezeiten und Langzeitbeobachtung weg. Und das ist das eigentliche Problem. Also nur weil man alles gemacht hat, aber schön zusammengeschoben, heißt das nicht, dass man die gleiche Sicherheit hat. Mhm. Aber scheinbar hat es keine Kritik geben wie er. Ja, vielleicht von den drei, vier Juristen, die einen beraten haben, ja, wahrscheinlich. Kritik geben, weißt, ja. Die Kopfnickenden sozusagen. Ja, genau. Rudi, das passt schon. Das passt. An die 70% erreicht und wir wollten darüber hinausgehen, weil wir gewusst haben, 80-85% wäre großartig, damit wir einen besseren Schutz gegenüber der Pandemie erreichen. Gegenüber der Pandemie? Gegenüber der Pandemie. Ja. Was, wenn er jetzt wenigstens Gesundheitssystem gesagt hätte? Na, aber das Ding ist, wenn er Virus gesagt hätte, wäre es wirklich falsch gewesen, weil wir alle wissen und er von Anfang an, dass es vor einer Übertragung nicht schützt. Mhm. Und von einer Infektion sowieso nicht. Ja, großartig wäre es gewesen gegenüber der Pandemie. Weißt, das kannst du auch vor Deckel stecken lassen, diesen Spruch. Und dann hat die Bundesregierung damals, sie war damals, wie Sie richtig sagen, nicht mehr dabei, zu diesem Mittel der Impfpflicht gegriffen, die ja dann noch dazu nie umgesetzt wurde. Und noch einmal, gell? Und ich weiß, das Video geht heute schon ein bisschen länger, aber Die SPÖ war dabei mit Randy Wagner. Ab 1. Februar 2022 kommt es auch zu einer Impfpflicht. Wäre das Ihrer Meinung nach zu verhindern gewesen, auch dieser Lockdown? Von der Regierung hat es ja auch im Sommer geheißen, die Pandemie sei bereits überstanden, wir können wieder zur Normalität zurückkehren. Sehen Sie da Fehler? Ja, da sind sich alle Expertinnen und Experten und ich einig. Dieser Lockdown und diese große vierte Welle hätte verhindert werden können durch rechtzeitige Maßnahmen und durch eine hohe 80-prozentige Durchimpfungsrate und hätte auch verhindert werden müssen. Da waren die Neos dabei mit der Meindl Reisinger, ja? Frau Klopper-Frau, Sie haben Entgegenzug von vier Parteikolleginnen und Kollegen für die Impfpflicht am Donnerstag gestimmt. Bereuen Sie das im Nachhinein? Nein. Da waren die Schwarzen natürlich beteiligt, ja, ich erinnere nur an die Mikl Leitner, ja. Dieser Spuk muss einmal ein Ende haben und dieser Spuk hat nur dann ein Ende, wenn es die Impfpflicht gibt. Diese Impfpflicht ist die Garantie, dass wir die Pandemie hinter uns lassen können, denn es kann nicht unser Weg sein, von einem Lockdown in den anderen Lockdown zu kommen. Wir alle wollen die Normalität zurück. An die Fürstin der Finsternis, wie heißt sie schnell? Edtstadler. Die Edtstadler war dabei. Es ist richtig. Der Kanzler als Innenminister war dabei. Ja. Und nach dieser Eingangsphase, das wird Mitte März sein, wird das Thema Impfen und die Impfpflicht tatsächlich auch kontrolliert. Es wird ein Kontrolldelikt sein, wo man dann seinen Impfstatus gegenüber kontrollierenden Organen auch darlegen muss. Die Gesundheitsminister, alle drei waren dabei. Der Gesundheitsminister war ein Grüner. Wird jetzt ab 15. März kontrolliert und gestraft? Aus derzeitiger Sicht wird das Impfpflichtgesetz genauso umgesetzt, wie es auch beschlossen worden ist. Und auch beschlossen worden ist, dass im Impfpflichtgesetz diese Kommission eine Einschätzung der Lage an die Bundesregierung und auch als Gesundheitsminister übermittelt. Ja, das soll sie erst nach 3 Monaten machen. Der 15. März ist deutlich vorher. Also wird jetzt ab 15. März gestraft?
Ich gehe davon aus, dass das Gesetz, so wie es beschlossen worden ist, stattfindet. Heißt das ja? Nach derzeitigem Stand ist das ein Ja. Ja, und der Werner Kogler ist nicht müde geworden, gegen rechts zu schimpfen und sagen, die Kritiker sind rechts. Ja. Nicht, dass es nachher heißt, wir haben recht, wir haben nicht einmal was gesagt. Ich meine, es gilt die Unschuldsvermutung. Ich kann mich an so viele Interviews erinnern von der kleinen Zeitung, die vor der Messe irgendwo gestanden sind und die Leute interviewt haben, so, warum lassen sie sich jetzt impfen? Ja, weil die Impfpflicht gerade ausgerufen worden ist. Ja? Ja, mit Geldstrafen empfindlichen. Ja, oder mit Geldstrafen. Man hat doch nicht gewusst, wie man die Impfpflicht einführt, kontrolliert. Die Polizei soll es kontrollieren. Wir machen das, was notwendig ist und was erlaubt ist und dann fahren wir wieder. Ja, und wie gesagt, wenn irgendwer da draußen jetzt nur einmal sagt, sie ist nie scharf gestellt worden, dann denke ich mir so, ja, wir haben die Waffe nicht abgedrückt, aber sie ist mir an der Schläfe gesessen und vielen anderen Menschen da draußen auch. Ja. Und es hat zu keinen guten Gefühlen geführt. Und das ist auch der Grund, warum wir oder viele andere Menschen auch nicht müde werden, dieses Thema zu bearbeiten, weil es nicht vorbei ist, weil man mit einer fucking Waffe bedroht worden ist, mit einer politischen. Ja? Kann man so sehen. Und dann kommt nämlich noch dazu, dass man jetzt sagt, ja, um Himmels Willen, warum wollen so viele Leute die FPÖ? Der ganze Rechtsruck in Europa, ja, woher kommt denn das? Woher ist denn das? Ich meine, das wird nicht nur an der Pandemie liegen, aber das kann daran liegen, dass da eine Partei war, die gesagt hat, sie machen da nicht mit. Österreich ist mit heutigem Tag eine Diktatur. Mit dem angekündigten generellen Impfzwang überschreitet die türkis-grüne Bundesregierung eine dunkelrote Linie. Der Verfassungsgerichtshof müsse tätig werden. Ja. Und alle Leute, die eben Angst gehabt haben von dieser Bedrohung, gesagt haben, Gott sei Dank gibt es da wen in der Regierung, also in einem Parlament, der da frei reden darf und sagt, das ist alles ein Schaß. Weißt? Genau. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen vorher gesagt haben, ich würde nie die FPÖ wählen, die jetzt dann nachher die FPÖ wählen werden, allein nur, wenn man sich sowas anhören muss. Ja, danke schön. Jetzt werde ich ein, zwei Bier trinken und morgen gibt es ohnehin einen blauen Montag. Danke. Das dauert eh nicht mehr lang, gell? Also, ja, da kann man im Nachhinein viel Kritik üben, aber ich finde es müßig, wenn ich in einer Phase Kritik übe, wo ich die Verantwortung nicht mehr hatte. Letzte Frage zusammenfassend auch nochmal zurück zu diesem Vorwurf aus den RKI-Files in Deutschland. Sind Sie ganz sicher, dass die Regierung damals, jedenfalls in der Zeit, in der sie in der Regierung war, immer nach ihrem besten Wissen und Gewissen die Bevölkerung informiert hat? Ja, nach dem besten Wissen und Gewissen, das kann ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich das absolut gemacht habe, zu 100%. Für den Kanzler auch? Das müssen Sie den Kanzler fragen. Nur Sie haben ja damals wirklich sehr, sehr, sehr viel Kontakt mit ihm gehabt und sehr, sehr, sehr viele Pressekonferenzen mit ihm. Ja, wir haben sehr viel diskutiert, aber auch miteinander und wir waren nicht immer einer Position. Ich glaube, das war. Ja. Es geht darum, ob du gelogen hast, Harvey, und nicht, ob du der gleichen Meinung wie der Kurz warst. Heute auch spürbar, etwa bei der Frage, wie kommuniziert man. Jan Schober, vielen Dank für den Besuch. Danke Ihnen. Ja, danke Armin für dieses Interview. Hat mir gefallen. Ja? Hätte man vielleicht noch ein bisschen kritischer machen können und so, aber es war nicht das, was ich gewohnt war. Diese weichgespülte Scheiße. Wie gesagt, bin auch sehr froh und überrascht, dass der Armin Wolf da definitiv andere Bandagen aufgezogen hat, wenn man so sagen darf. Natürlich den falschen Menschen im Studio gehabt hat. Natürlich war der Rudi Anschober in vielen Antworten maximal nutzlos. Aber trotzdem war das ein schöner Blick auf das, was passiert ist. Es war ein bisschen eine Aufarbeitung gerade, gell? Ich muss es gar nicht laut aussprechen, gell? Für uns, ja. Für mich war das, ja. Ich habe das Gefühl, dass der ORF da jetzt ein bisschen eine Aufarbeitung gemacht hat. Auf die Scheiße hätte, ehrlich gesagt. Wenn er jetzt nur einen Ticken mehr auf seine eigenen kleinen schmutzigen Finger naja, gut, schaut, das ist ein anderes Thema. Können wir nochmal drüber reden. Das ist ein anderes Thema, was der ORF alles falsch gemacht hat. Muss man dann den Armin Wolf bei Puls 4 oder bei ServusTV einladen, wo er nicht kommen wird. Gell? Aber die Sache ist tatsächlich, dieser Blick zurück war jetzt schon sehr spannend und eben auch deswegen, weil die meisten Leute schon vergessen haben und natürlich viele Menschen, die geimpft worden sind oder das zugelassen haben, eben diese Angst der Impfpflicht nicht gespürt haben. Was? Diese Waffe, die auf einen gerichtet ist, an der Schläfe sitzend, so auf die Art so, und jetzt wird's ernst, liebe Freunde. Ja?
Das habt ihr nie gespürt und deswegen versteht ihr das nicht, warum ich so einen hohen Puls gerade habe. Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gerade geht mit eurem Puls. Gell? Am besten im Sitzen anschauen, ein Glas Wasser dazu oder was anderes. Liked dieses Video, schickt es jemandem weiter, der bis heute nicht verstanden hat, warum diese komischen Menschen immer so gegen die Regierung und ihre Corona-Maßnahmen waren. Und abonnieren ist großartig, weil dann schauen sie viel mehr Leute unsere wunderbaren Videos an, hoffentlich. Dankeschön. Herzlichen Dank. Und danke für die Unterstützung. Danke fürs Dabeibleiben, danke fürs Zuschauen. Und wir werden diese RKI-Files ein bisschen im Blick halten. Schauen wir, was da alles noch rauskommt. Gell? Aber das erste Interview, muss ich mal sagen, ja. Spannend. Spannend, aufwühlend. Und ein kleiner Lichtblick im ORF, gell? Bussi. Wiederschauen. Servus. Pandemie der Ungeimpften war einfach falsch.